Hello guys, ich muss sagen, YouTube wird immer besser mit seinem Algorithmus. Ja, die Vorschläge hier, da muss ich mal, frage ich mich manchmal, okay, kann YouTube meine Gedanken lesen oder was? 27 Fragen zum Auswandern, das ziehen wir uns gleich mal rein. Stop Being Nice von Patrick Bet David, vor zwei, muss ich unbedingt auch anschauen. Die perfekte Struktur, Startzeiten ob den Videos. Vor 5 Jahren, vor 4 Stunden und vor 2 Stunden. Und da sieht man schon mal, wie krass YouTube-Algorithmus ist. Also es gibt ja keine andere Social-Media-Plattform, wo du quasi Vorschläge bekommst oder beziehungsweise wo Content, wertvoller Content, in der Regel häufig geklickter Content zumindest, so gut konserviert und dann wieder aus der Vergangenheit dir ausgespielt wird. In verschiedensten Zeitabständen und bezüglich deinem Klick- und deinem Watch-Verhalten und 127.000 Kriterien, nehme ich mal an, so wie es halt bei Google-Algorithmen schon immer der Fall war. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also der Google-Algorithmus holt sich quasi aus der absoluten Tiefe hier Videos, die mich jetzt interessieren könnten, ob die jetzt halt schon 5 Jahre alt sind, ja, oder erst 2 Stunden, ja. Das ist schon echt beachtlich. Also jetzt schauen wir uns mal als erstes 27 Fragen zum Auswandern an. Ich bin gerade im Abgottsmodus und da passt es genau von meiner Stimmung her. Ich beantworte eure Fragen zum Auswandern. Steuer muss gemacht werden und Oh, dann muss man erstmal LexOffice. ansuchen, Ja, wie man so genau. belegt. Erinnere mich nur Das ist an meine natürlich eine Buchhaltung. sinnvolle Erinnere mich an meine Variante, dann Steuererklärung. Vielen Dank, LexOffice. Ja, ich weiß, ihr seid geil. Ich muss euch auch noch so, knuffen. ihr Lieben, ich möchte jetzt mit euch gemeinsam auf die Fragen zum Auswandern eingehen. Die kamen und ich habe gefragt, nach welchen Bedingungen oder worum interessiert ihr euch? Ich Super möchte, wichtig. bevor ich euch dann Beispiele zeigen werde im nächsten Video, möchte ich einmal ganz kurz meine Geschichte dazu erzählen. Ich werde es in einer Minute machen. Und dann werde ich euch grundsätzliche Dinge zum... Also bezüglich Auswandern habe ich mir schon so viele Gedanken gemacht. Ich kenne mittlerweile Treuhändler in Budapest, in Dubai, in der Schweiz, in Zürich. Und ich muss ehrlich sagen, heute, der 1. November, 2. November, ist mal wieder so richtig saukalt, Temperatursturz von über 20 Grad, so wie wir es eben im Alpenvorland hier in München haben. Und da frage ich mich immer wieder zu dieser Jahreszeit, vielleicht doch eher lieber mal auswandern. Aber long story short, wir schauen mal rein, was der gute Darius zu sagen hat. Auswandern zeigen und sagen, was euch in Zukunft erwartet. Also ich werde ein Video machen, wo ich euch wirklich aufschlüsseln werde. Das sind die Kosten, die ihr habt, wenn ihr auswandern wollt. Und ihr könnt, wenn ihr europäischen Standard haben wollt, das heißt eine gewisse Lebensqualität, Sauberheit, Essen etc., könnt ihr für einen Bruchteil dessen, was ihr in Europa bezahlt, im Ausland leben. Ich werde euch das zeigen dann, wie kann man im Ausland mit 600 bis 700 Euro leben? Wie kann man mit einem guten Gehalt von 2000 Euro leben, was euch eindeutig dort in die vielleicht 1% der Verdiener bringt. Und wie kann man dann mit mehr Geld dort leben? Das ist eine Sache, jeder, der mich verfolgt hat, der wird das gesehen haben. Ich habe teilweise in Bali, ich weiß nicht mehr, wie viele Schlafzimmer das waren, ich glaube, es waren 14, aber in wirklich Villen dort gelebt. Und was kostet dann wirklich luxuriöses Leben? Und es ist günstiger, als ihr denkt. Das heißt aber, wenn wir darüber anfangen zu sprechen. Ihr wollt wissen, Sky Zero schreibt, er möchte wissen, wie ist das Leben bezogen auf Freiheit, Lebensqualität, Wertschätzung vom Staat für erbrachte Leistungen, medizinische Versorgung. In der Tat ist es so, und das ist eine Sache, die ich jetzt beispielsweise sagen würde, wenn man nach Südamerika geht, nach Asien, habt ihr alle Freiheit, die ihr haben wollt. In gewissem Ausmaß. Es gibt verschiedene kulturelle Regeln, an die ich finde, dass man sich halten sollte, so wie man sich in Deutschland an deutsche Kulturregeln eigentlich halten sollte. Was kann das heißen? Ihr dürft als Frau in Thailand beispielsweise keine Röcke tragen, keine kurzen Röcke in bestimmte Regierungseinrichtungen. Es gibt da Dinge, die sind... Als Frau in Thailand keine Röcke, da habe ich andere Sachen gehört. Aber gut. nun mal kulturell so gehandhabt und wenn man sich damit auseinandersetzt und das akzeptiert, habt ihr jede Art von Freiheit. Eine andere Sache Wo zur Hölle ist eigentlich Bali? ist die medizinische Versorgung. Die medizinische Versorgung ist nirgendwo wie in Europa, beziehungsweise natürlich dann in Kanada, Amerika,
Vielleicht Australien, habt ihr noch eine gute Versorgung, aber das sind Dinge, die sollte man sich vor Augen halten. Mir sind Fälle bekannt, wo in beispielsweise Asien Leute starben durch schlechte Versorgung. Meine Ex-Freundin hatte damals unglaubliche Probleme mit einer Mandelentzündung und die kriegte man in Asien nicht in den Griff. Wenn man bereit ist, für verschiedene Dinge wie Zahnoperationen etc. vielleicht wieder ins europäische Ausland zu fliegen, wo die einen Bruchteil dessen kostet, was sie in Deutschland kosten, zum Beispiel in Bulgarien oder der Türkei, dann finde ich, hat man aber keine Einschnitte und man kann nochmal mit einem Bruchteil der Kosten leben. Hamun 711 fragt, was geht gerade im Iran ab? Willst du in den Iran auswandern, Hamun? Ich persönlich bin da kein Freund von. Es ist so, dass man im Iran ein totalitäres Regime hat. Und wenn das einfach eine Frage sein soll, was da gerade abgeht, dann ist das eine komplexere Frage, die verschiedene Elemente beinhaltet, unter anderem aber auch eine äußere Macht, die hilft, dass diese ganzen Probleme an die Öffentlichkeit kommen und die davon profitieren, dass es im Iran Unruhen gibt. Jeder, der sich mit der Außenpolitik oder der Weltpolitik befasst, weiß, was ich meine. Es ist kein rein iranisches Problem. Dem WEF entkommen. Es ist ja gerade bekannt geworden, dass ich glaube, in Atlanta eine Politikerin Schlagzeilen damit machte, dass sie sagte, dass sie nicht einsieht, dass der WEF irgendwas zu sagen hat. Wie kann es sein, dass man überhaupt Gelder vom WEF annimmt und dass sie die kompletten Ratschläge außen vor lassen möchte? Egal wie man das sieht, es ist eine Sache, mit der ich mich demnächst auch noch mehr auseinandersetzen möchte. Wie verbreitet ist das eigentlich? Wo greift der WEF rein? Das ist ja alles andere als eine Verschwörungstheorie. Ist ja das Grausame eigentlich, dass die alles offen kommunizieren. Und ich glaube, dass... Okay, wir sind jetzt quasi bei 3 Minuten 57. Um 4 Minuten, also 10% des Videos ist durch. Und ich vermisse eigentlich, dass wir hier letztendlich über konkrete Auswanderungstipps sprechen. Jetzt reden wir über den WEF. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist das überhaupt? Währungs-European Fonds oder irgendwie sowas? Was hat das jetzt bitte mit Auswandern zu tun? Verschwörungstheorien interessiert mich nicht. Ich will was über Auswandern. Für verschiedene Dinge erst mit der Umsetzung sehen werden. Damit will ich sagen, ich glaube, je weiter das System voranschreitet, dann wird es verschiedenste Regierungen geben, die Probleme haben werden, Dinge einzuführen und andere nicht. Das wird dringend. Also es wäre wirklich super cool, wenn hier quasi so Timestamps drin wären, weil ich habe jetzt keinen Bock, mir über irgendwelche Verschwörungstheorien was anzuhören hier. Regierungen geben, die sich dagegen sperren. Und sobald dann die ersten Dinge kommen, sprich genetischer Fingerabdruck, da können wir mehr sagen. Im Moment können wir nur eine Sache machen, wir können schätzen. Und da würde ich das, im Moment würde ich mich nicht verrückt machen, bis zum Zeitpunkt, bis Bargeldverbot, genetischer Fingerabdruck oder ein allgemeiner digitaler Pass kommt. Da fängt es an, dass man gucken muss, welche Länder machen das nicht und da gehe ich hin. Was ist das Wichtigste, wenn man auswandern will? Kohle? Die Sprache zu beherrschen. Ich mache immer Witze darüber, weil in Deutschland beschwert man sich, dass Türken teilweise kein Deutsch sprechen und egal in welchem Land ich war, außer Hallo und Tschüss und vielen Dank, spreche ich wenig. Man kommt in fast allen Ländern mit Englisch zurecht. Je nachdem, wo ihr seid, wird es schwieriger oder besser. Das sind in der Tat Dinge, die ich erschreckend fand. Ich habe teilweise wirkliche Probleme gehabt, mit Leuten Englisch zu sprechen in Europa. Spanien beispielsweise. Serbien sowieso. Bulgarien sowieso. Also ja, es ist so, dass fast egal, wo ihr hingeht, wenn ihr wirklich euch wohlfühlen wollt und einheimisch, solltet ihr die Sprache lernen. Ansonsten ist es so, dass Geld hilft. Und zwar nicht, weil Geld hilft, sondern weil ihr in Bezirke gehen könnt, wo dann Touristen wohnen meistens. Da habt ihr dann mehr westliche Läden. Das sind eingewestlichte Kulturen. Also ich war positiv erschrocken, als ich das erste Mal in Chiang Mai war. Ihr geht dorthin und eine Wohnung in Chiang Mai kostet 80 Euro. Ungefähr. Und ihr geht dorthin und ihr habt plötzlich westliche Kaufhäuser. Ihr habt Leinwände mit Plakaten, ihr habt alles wie im Westen, aber für einen Bruchteil der Kosten. Und je nachdem, wo ihr dann seid, in welchem Bezirk und wie viel günstiger es werden soll, habt ihr dann aber asiatisches Essen, ihr habt Dinge, die euch vielleicht nicht so bekannt sind. Bezahlt ihr etwas mehr, seid ihr in einer Umgebung, wo hauptsächlich westliche Läden sind, wo alles an den Westen angepasst ist und wo ihr wirklich wohlfühlt und nochmal immer noch einen Bruchteil der Kosten habt. Leute, und bevor ich weiter auf die Fragen eingehe, lasst mich eine Sache kurz sagen. Ich werde vielleicht weiter auf bestimmte Dinge eingehen. Es weitere Nachfragen, die euch helfen. Folgt mir unbedingt jetzt kurz auf Instagram unter Darius. Also, ich muss mal kurz schauen, was mich natürlich jetzt super interessiert. Jetzt bin ich natürlich super neugierig geworden. Ich will ja nicht hier, wo der gute Mann überhaupt zu Hause ist. Germany Location, okay. Naja.
Okay, kein Impressum. Ein Mysterium, dieser Mann. Das Schabani Official, sondern dass ich Die die Möglichkeit Möglichkeit habe, habe, falls falls ihr ihr irgendwas irgendwas wissen wissen wollt, wollt, werde ich werde das ich in das einer in einer Fragerunde Fragerunde machen machen und und ihr ihr könnt könnt die die stellen stellen und und ich ich werde werde wieder wieder darauf darauf eingehen, eingehen, aber aber folgt folgt mir mir auf auf Instagram, Instagram, ich ich werde werde euch euch das das unten unten verlinken. verlinken. Steuern, Steuern, Peter Peter Mitic. Mitic. So, So, Steuern, Steuern, das das ist ist eine eine schwierige schwierige Sache. Sache. Die Die Frage Frage ist, ist, wie wie du du dein dein Geld Geld verdienst verdienst und und mit mit was. was. Und Und um um das das ganz ganz einfach einfach zu zu sagen, sagen, es es gibt gibt verschiedene verschiedene Steuerkonstrukte, Steuerkonstrukte, die die ermöglichen, ermöglichen, überhaupt überhaupt keine keine Steuern Steuern zu zu bezahlen. bezahlen. Meine Meine Firma Firma ist ist in in Amerika Amerika und und wenn wenn du du deine deine Firma Firma in in Amerika Amerika hast hast und und kein kein Einkommen Einkommen aus aus Amerika Amerika erwirtschaftest, erwirtschaftest, dann dann bist bist du, du, unter unter anderem anderem bist bist du du dort dort nicht nicht verpflichtet, verpflichtet, eine eine Steuererklärung Steuererklärung zu zu machen machen und und du du zahlst zahlst Steuern Steuern gemäß gemäß dem dem Steuersatz Steuersatz in in dem dem Land, Land, in in dem dem du du bist. bist. Das Das kann kann man man so so ziemlich ziemlich einfach. einfach. So So Leute, Leute, kurze kurze Unterbrechung, Unterbrechung, sorry, sorry, mein mein Speicherplatz Speicherplatz war war voll, voll, weiter weiter geht's. geht's. Gut, wenn ich das nachfrage. Zum Zum Thema Thema Steuern. Steuern. Jetzt Jetzt wird wird es es richtig richtig interessant, interessant, meine meine Damen Damen und und Herren. Herren. Fragerunde Fragerunde machen machen und und ihr ihr könnt könnt die die stellen stellen und und ich ich werde werde wieder wieder darauf darauf eingehen, eingehen, aber aber folgt folgt mir mir auf auf Instagram, Instagram, ich ich werde werde euch euch das das unten unten verlinken. verlinken. Steuern, Steuern, Peter Peter Mitic. Mitic. So, So, Steuern, Steuern, das das ist ist eine eine schwierige schwierige Sache. Sache. Die Die Frage Frage ist, ist, wie wie du du dein dein Geld Geld verdienst verdienst und und mit mit was. was. Und Und um um das das ganz ganz einfach einfach zu zu sagen, sagen, es es gibt gibt verschiedene verschiedene Steuerkonstrukte, Steuerkonstrukte, die die ermöglichen, ermöglichen, überhaupt überhaupt keine keine Steuern Steuern zu zu bezahlen. bezahlen. Meine Meine Firma Firma ist ist in in Amerika Amerika und und wenn wenn du du deine deine Firma Firma in in Amerika Amerika hast hast und und kein kein Einkommen Einkommen aus aus Amerika Amerika erwirtschaftest, erwirtschaftest, dann dann bist bist du, du, unter unter anderem anderem bist bist du du dort dort nicht nicht verpflichtet, verpflichtet, eine eine Steuererklärung Steuererklärung zu zu machen machen und und du du zahlst zahlst Steuern Steuern gemäß gemäß dem dem Steuersatz Steuersatz in in dem dem Land, Land, in in dem dem du du bist. bist. Das Das kann kann man man so so ziemlich ziemlich einfach einfach sagen. sagen. Damit Damit hast hast du du unheimlich unheimlich viele viele Vorteile. Vorteile. Wenn Wenn du du keinen keinen festen festen Wohnsitz Wohnsitz hast hast und und nirgendwo nirgendwo steuerpflichtig steuerpflichtig bist, bist, das das heißt heißt nirgendwo nirgendwo in in einem einem Land Land über über ein ein halbes halbes Jahr Jahr dich dich aufhältst, aufhältst, dann dann bist bist du du steuerfrei. steuerfrei. Du Du hast hast verschiedenste verschiedenste Steuern, Steuern, die die dann dann immer immer noch noch auf auf dich dich zukommen, zukommen, Mehrwertsteuern Mehrwertsteuern etc. etc. Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz bist bist du du stark stark steuerbegünstigt. steuerbegünstigt. Geht Geht es es dir dir nur nur um um Steuerkonstrukte, Steuerkonstrukte, dann dann ist ist es es nicht nicht so so sehr, sehr, welche welche Steuerfirma Steuerfirma brauchst brauchst du, du, sondern sondern wo wo kriegst kriegst du du ein ein Bankkonto Bankkonto für für deine deine Firma? Firma? Das Das ist ist eine eine schwierige schwierige Frage, Frage, weil weil beispielsweise beispielsweise Zypernfirmen Zypernfirmen kriegen kriegen keine keine Bankkonten Bankkonten mehr. mehr. Das Das sind sind komplexe komplexe Fragen, Fragen, zu zu denen denen es es breitere breitere Angaben Angaben gibt. gibt. Eine Eine gute, gute, aber aber als als Beispiel, Beispiel, je je nachdem, nachdem, wie wie viel viel Geld Geld du du verdienst, verdienst, eine eine gute gute Möglichkeit Möglichkeit ist ist eine eine Rumänien-Firma. Rumänien-Firma. Da Da hast hast du du 1%1% Steuern Steuern bis bis zu zu 1 Million1 Million Bruttoumsatz. Bruttoumsatz. Wow, Wow, eine eine Rumänien-Firma, Rumänien-Firma, Leute. Leute. Da, Da, wo wo die die ganzen ganzen Zigeuner Zigeuner herkommen. herkommen. Super, Super, alles alles klar, klar, Mann. Mann. Jo, Jo, genau genau da da werde werde ich ich hingehen hingehen und und am am besten besten noch noch mein mein ganzes ganzes Geld Geld dort. dort. Also, es Also, es sind sind ja ja wahrscheinlich wahrscheinlich die die Länder Länder Europas. Europas. Ich Ich weiß weiß gar gar nicht, nicht, gibt gibt es es da da den den Euro Euro überhaupt überhaupt in in Rumänien? Rumänien? Ich Ich glaube glaube gar gar nicht. nicht. Währung Währung Rumänien. Rumänien. Währung Währung Rumänien. Rumänien. Das Das ist ist tatsächlich tatsächlich der der Euro. Euro. Nein, Nein, doch doch nicht. nicht. Ja, Ja, gut gut für für Rumänien, Rumänien, hä, hä, dass dass sie sie keinen keinen Euro Euro haben. haben. Also Also das das sind sind ja ja die die dunkelsten dunkelsten und und die die korruptesten korruptesten Länder, Länder, die die wir wir in in Europa Europa haben haben mitunter. mitunter. Also Also ich ich würde würde mal mal sagen, sagen, so so Griechenland, Griechenland, Italien, Italien, Rumänien, Rumänien, Bulgarien Bulgarien und und so so weiter, weiter, der der ganze ganze Balkan Balkan und und so so weiter. weiter. Ja. Ja. Da Da würde würde ich ich auf auf jeden jeden Fall Fall empfehlen, empfehlen, dein dein ganzes ganzes Vermögen Vermögen auf auf irgendwelchen irgendwelchen Banken Banken zu zu parken, parken, ja. ja. Den Den kein kein Schwein Schwein trauen trauen kann. kann. Also Also ich ich weiß weiß nicht, nicht, ob ob das 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 jetzt jetzt die die absolute absolute Lösung Lösung ist ist hier. hier. Heißt, Heißt, 1% 1% ist ist zahlbar. zahlbar. Du Du bist bist in in Europa, Europa, du du hast hast gute gute Bankkonten. Bankkonten. Wie Wie gesagt, gesagt, es es gibt gibt da da verschiedene verschiedene Konstrukte Konstrukte für. für. Das Das Risiko, Risiko, als als Zivilist Zivilist in in einen einen Krieg Krieg reingezogen reingezogen zu zu werden. werden. Je Je mehr mehr die die Länder Länder sich sich einmischen, einmischen, desto desto mehr mehr Probleme Probleme gibt gibt es es dort. dort. Je Je mehr mehr du du versuchst, versuchst, neutral neutral zu zu bleiben, bleiben, desto desto weniger weniger Probleme Probleme hast hast du. du. Dann Dann ist ist die die Frage Frage der der geografischen geografischen Lage. Lage. Beispielsweise, Beispielsweise, ob ob Serbien Serbien sich sich jetzt jetzt weitestgehend weitestgehend raushalten raushalten möchte möchte oder oder nicht, nicht, sie sie sind sind dann dann nun nun mal mal direkt direkt drin. drin. Ob Ob Polen Polen jetzt jetzt sich sich raushalten raushalten würde würde oder oder nicht, nicht, sie sie grenzen grenzen nun nun mal mal an an die die Ukraine Ukraine und und damit damit hast hast du du einfach einfach verschiedenste verschiedenste Probleme. Probleme. Also Also wie wie gesagt, gesagt, das, das, was was ich ich sagen sagen möchte, möchte, ist ist die die Frage, Frage, wenn wenn es es jetzt jetzt wirklich wirklich zu zu einem einem Krieg Krieg kommt, kommt, dann dann ist ist ja ja nicht nicht nur nur die die Frage, Frage, wer wer wird wird wie wie reingezogen, reingezogen, sondern sondern unter unter anderem anderem auch, auch, wie wie nah nah
Du hast auch gewisse Arten von Rassismus, wenn du beispielsweise nach Vietnam gehst. Die Vietnamesen hassen die Amerikaner, basierend auf ihrer Geschichte. Ich habe einen Freund, Marek Patton Sports, einen, ich glaube aus der Slowakei ist er ursprünglich. Er erzählte, dass er noch nie in einem Land so sehr gehasst wird, weil er mit seinem Aussehen, er sieht nun mal amerikanisch aus, hat blaue Augen etc. Er hat gesagt, jeder hat ihn für einen Amerikaner gehalten und gehasst. Wenn jeder andere ein Busticket für 1 Euro kriegte, musste er 3 oder 4 bezahlen. Einfach so, dass er es hört. Also es gibt da verschiedenste Regeln, wenn du sicher sein möchtest, Südamerika, Südafrika oder gewisse asiatische Länder, die sich komplett raushalten, halte ich für am besten. Fischi. Sorry, da muss ich jetzt einfach mal kommentieren. Wenn du sicher sein willst, Südamerika. Südamerika ist sicher, yeah. Also, tja, da gibt es ja überhaupt gar keine Drogenmafia und überhaupt gar keine Gewalt und überhaupt gar keine Probleme. Null, null, null. Die 01 fragt, Politiker, die Kultur, Freundlichkeit und Menschlichkeit der Bürger nicht so wie in Blödland. Die unglaublichst netten Menschen, in meinen Augen, und das ist der Hauptgrund, warum ich so häufig auf Asien hängen geblieben bin, leben nun mal hier, in Thailand, Indonesien. Es ist unglaublich, wie freundlich die Menschen sind. Ich will jetzt nicht den Thais vorgreifen, wenn ich sage, dass ich die Indonesen beispielsweise noch netter finde. Noch nie habe ich wirklich so herzensgute Menschen gesehen wie die Balinesen. Wenn ihr dorthin geht und nach Bali, ihr werdet euch wohlfühlen. Und wenn wir davon sprechen, dass wir von Freundlichkeit sprechen, ich würde behaupten, dass es unmöglich ist, mit einem Balinesen zum Beispiel einen Kampf zu starten. Egal, was ihr macht. Ob ihr ihn lange anguckt, ob... Hey Leute, ich habe es gar nicht gemerkt, meine Aufnahme geht schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich habe hier ein kleines Problem mit dem Speicher. Ich muss mal wieder ein bisschen Speicher ausräumen. Ich mache einfach hier, der Computer, ja, mein Aufnahmegerät, mein Screencast, der gibt ständig nach ein paar Minuten wieder den Geist auf. Aber schaut euch einfach das ganze Ding an. Es wird jetzt richtig langsam lustig. Er liebt also Asien. Ja, er spricht jetzt viel über Asien. Das ist sehr interessant. Ich haue euch den Link hier unten rein. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Asien so ein freundliches Land ist. Ich war noch nie in Asien. Es kommt auch für mich eigentlich so zum Leben nicht in Frage, weil ich ja quasi hier in Echtzeit mein Geschäft habe. Mit anderen Worten, ich kann, wenn ich auswandern würde, ja, nur dahin auswandern, wo der Zeitunterschied weniger ist als wie 4 Stunden. Ansonsten funktioniert das nicht für mich, ja, weil ich kann nicht irgendwie mitten in der Nacht jemanden meine Geschäfte machen oder sowas bis um 6 Uhr morgens. Deswegen bin ich auch bis heute nicht nach Amerika ausgewandert oder sowas. Also, und in Asien ist es ja mehr oder weniger genauso. Also schaut euch das ganze Video selber an. Wie gesagt, sorry, meine Aufnahme. Ich muss hier erstmal meinen Speicher wieder aufräumen und einen Haufen Sachen löschen oder was weiß ich. Aber wir sehen uns. Bis später. Ciao.